Seinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Wir kümmern uns selbst um unsere Monster. Freya sei gelobt. Hexer, hilf euch! Und dann? Was dann? Nichts dann. Und was schert es euch auch? Das ist was für einen Hexer. Bitte sehr. Worum geht's denn? Um ein Monster. Es hat mich angegriffen. Mich und meinen Kameraden. Das Vieh schlitzen wir auf. Nein, nicht wir. Der Hexer. Warum den Hexer belästigen? Gute Frage. Das war doch bestimmt bloß ein Wolfsrudel. Du hattest solchen Schiss, dass du Gespenster gesehen hast. Ich hol ein paar stramme Jungs und dann... Nicht nötig. Der Hexer macht das schon. Du lässt uns nicht hängen, oder? Wenn die Bezahlung stimmt. Fahrröhr, strunzdoof. Okay, das erklärt's, warum er so doof ist. Er kommt aus Fahrröhr, der Pirateninsel. Wer ist es überhaupt? Kommst du von Fahrröhr? Ganz schön weit weg. So ist es. Ich kam aus Fyrisdal, um eine Ladung Felle aus Svorlak zu verhökern. Svorlak? Also nicht von Fahrröhr. Svorlak ist auf Spikerog. Tja, weißt du, ich bin von Fahrröhr nach Svorlak gesegelt und hab da Krempel vom Festland gegen Felle getauscht. Dann bin ich hergekommen. Er ist einmal um Arzgellig. Fahrröhr nach Spikerog nach Arzgellig. Ist ja gut rumgekommen. Was bleibt mir übrig? Kaufleute segeln guten Geschäften hinterher, anstatt schlechte in der Nähe zu machen. Er ist von der südlichsten Skelliger Insel, also südöstlichsten Skelliger Insel der Skelliger Inseln, zur nordwestlichsten gesegelt, um dann nochmal auf die größte Insel in der Mitte. Ja, muss ein scheiß Leben sein als Kaufmann, wenn er Felle von Fahrröhr auf Spikerog verkaufen muss. Der Jäger hat vielleicht recht. Und es waren nur Wölfe. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und woher sollte er das auch wissen? Diese Drummond-Deppen können keinen Fisch von einem Furz unterscheiden. Dieser Depp da trug die Farben der Ankret. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Ach, was soll's. Dem Pack kann man auch nicht trauen. Hä? Ich bin von Monstern angegriffen worden. Ich brauche einen Hexer, keinen Jäger. Einen großen Unterschied gibt's da nicht. Was ist denn das für einer? Er meint, er wäre Händler von Fahrröhr, der Pirateninsel. Ja gut, da kann es noch Händler geben. Dann ist er nach Spikerog gesegelt, um da Schafsfelle zu verkaufen. Dann nach Arzgellig ist im Gebiet der Ankrets und behauptet ein Ankret in schwarz-rot, also rot-schwarz, wäre ein Drummond, also in lila. Nee, was ist das für einer? Also gut, worum geht es denn? Erzähl. Fahrröhr, echt strohdoof. Mein Kollege und ich waren mit einem Wagen voller Felle unterwegs nach Fyrisdal. Plötzlich fängt was an zu kreischen. Das Pferd geht durch und dann springen lauter Monster aus den Büschen. Mein Kollege zog den Kürzeren, den haben sie sich zuerst geschnappt. Ich bin wie durch ein Wunder entkommen. Was waren das für Monster? Nekux, kein Zweifel. Ich dachte, er ist doch... Was? Nekux? Du weißt schon, scharfe Klauen, Tierschädel auf den Köpfen, greifen im Rudel an. Necker? Ja genau, Necker, fast 20. Also, hilfst du mir und bringst die Bastarde um? Die Straße muss passierbar sein. Ich will sie bald wieder benutzen. Ich dachte, du bist gesegelt. Ich dachte, er ist mit dem Boot von Fahrröhr nach Svorlok gesegelt und dann hierher gekommen. Warum ist er dann mit dem Karren hierher gekommen, um Felle zu verkaufen, wenn er die Felle in... Was ist das? Denn seine Geschichte hat ja mehr Löcher als... Ja, keine Ahnung. Jetzt fällt mir kein Vergleich ein. Na gut, aber hier 20 Necker, also Nekux, das ist nicht leicht. Du hast deine Ladung verloren, also weiß ich nicht, wie du mich bezahlen willst. Und ich arbeite nicht kostenlos. Ich hab noch was auf der hohen Kante. Bestimmt werden wir uns einig. Wie viel nimmst du denn? Der ist so doof, ich nehme den maximalen Betrag. Ein gerechter Preis. Also?
Der ist echt doof. Ich liebe dumme Menschen. Ich helfe dir. Herrlich. Hexer lassen einen nicht hängen. Im Gegensatz zu den Armleuchtern vom Clan Drummond. Oder Clan Drummond. Viel Glück, Hexer. Mach's gut. Moment. Wo finde ich dich? Was? Nach dem Auftrag. Wo finde ich dich? Oh, ach so. Hier, in der Taverne hier. Da warte ich auf dich. Gut. Bis dann. Bei den Männern des Jahres ein. Die Schwarzen müssen verdroschen werden. Quest? Welche Quest war das jetzt? Was ist los mit dem? Da, das war das. Okay. Vagabund. Bäuerin. Strohdoof, ey. Ja gut. 407 Goldstücke, um 20 Neckhooks zu töten. Der Wagen. Ich muss mich umsehen. Aber wollen wir sehen. Das ist wohl der Kollege des Fahrers. Komisch. Scheint eher an Altersschwäche als an Verletzungen gestorben zu sein. Aber das Pferd. Es hat Wunden wie von Klauen in den Flanken. Aber eine Kiefersperre und einen durchgedrückten Rücken hat es auch. Könnte an Tetanus gestorben sein. Was jetzt? Mitten auf dem Weg, einfach umgefallen, alle beide. Was zum... Das war knapp. Mir ist, als sei das kein Zufall gewesen. Mal nachsehen. Das sind aber gewiefte Neckhooks. Hey, wieso kann ich die Ladung nicht plündern? Kann ich den untersuchen? Er ist rot markiert. Ich kann ihn nicht untersuchen. Na gut, Plötze, du bleibst hier. Ich gehe jetzt den Berg hoch. Da kann ich dich sowieso nicht brauchen. Wir sind hier nicht im Himmelsrand. Die Furche ist noch frisch. Der Felsen muss hier durchgerollt sein. Wirklich, Geralt? Der ist gerade eben hier durchgerollt? Wie geht das denn? Der ist hier gegen den Felsen geknallt, oder? Ja, gut. Mit der richtigen Geschwindigkeit. Er ist wirklich ein Meisterdetektiv, der Kerl. Hier kam der Felsen her. Ich glaube, da sind Spuren. Was? Wo? Sehe ich die auch ohne meine Hexersinne? Tatsache. Ein bisschen. Ein Neckar. Muss durch den Schlamm gewartet sein, bevor er hier ankam. Da hinten sind tatsächlich welche, ich höre sie. Und da vorne vielleicht auch. Nee, das sind Wölfe. Hallo, weiße Wölfe. Schlag. Ein bisschen. Danke. Dann brauche ich keine von meinen 100 Wasserflaschen nutzen. Habe ich komplett vergessen, also ich hätte mich ja mit dem Quenchschild heilen kann. Das liegt nach Gewitter.
Aber ich sehe gar keine Gewitterwolken. Komisch. Müssen die Neckhooks sein. Das zieht hier echt plötzlich auf. Naja. Also, die Neckhooks sind in die Höhle. Oder der Neckhook. Kräftiger Neckhook. Was geht hier vor? Endriagen. Was sind nochmal ist Insektoid eine eigene? Ja, Insektoid ist was Eigenes. Insektoid, da ist es ja. Das verbesserte Insektoidenöl. Was jetzt, du? Aha, Quinn hat mich geschützt vor deinem Blutmist. Au. Das waren schon mal zwei. Die geben auch endlich nach. Alter, was? Das sind keine Neckhooks. Pirol wäre jetzt auch nicht schlecht. Vielleicht. Ich tank das Gift jetzt einfach. Oder auch nicht. Das ist irgendwie schräg, dass Essen mich besser heilt als irgendwas anderes. Was war das denn? Kann ich die nicht mal plündern? Ehrlich? Dumme Krabbspinne. Okay, das muss jetzt. Gegen was sind die eigentlich schwach? Insektoide. Krabbspinne. Cholnapirol und Insektoidenöl. Das war's? Mehr nicht? Okay.
Ja, gut, dann lege ich mal den goldenen Pirol ins Inventar. Weil ich kämpfe ja mehr gegen Krabbspinnen als gegen Vampire. Das macht also deutlich mehr Sinn. Verbesserter goldener Pirol. Gewährt Immunität gegen Gift und neutralisiert Gifte, die bereits in der Blutbahn sind. Verlängerte Wirkdauer. 120 Sekunden. Nur aus Interesse, was wäre der überlegene Effekt beim goldenen Pirol? Verlängerte Wirkdauer oder Gegengift? Also das ist quasi ein... Dass es quasi ein umgekehrtes Gift wird oder so eine Art schwarzes Gift, nur für Indriagen. Ah, das große rote Mutagen. Das muss ich noch einsetzen. Tränke. Überlegener goldener Pirol. Gifte heilen, statt Schaden zu wirken. Das ist natürlich auch geil. Charakter. Ich meine nämlich, dass ich hier nur genau ein rotes Muttergen drin habe, statt ein großes rotes Muttergen. Angriffskraft. Kraft plus 40%. So, das ist irgendwie relativ strange. Das Leveln hier in dem Playthrough, das ist. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt bei der Nebelinsel, müsste normalerweise schon Level 27 sein oder so. 28 vielleicht sogar. Bin aber erst 25. Hab aber schon haufenweise überlegene Gifte und so weiter. So, du komischer Neckhook. Bist du hier hochgekommen? Also langsam beschleicht mich das Gefühl, dass wir es gar nicht mit dem Neckhook zu tun haben. Halt. Da ist eine Abzweigung. Und wo es Abzweigungen gibt, gibt es doch normalerweise auch irgendwelche... Keine Schätze? Ha. Eine Neckarpfote. Ausgehöhlt wie ein Stiefel. Jemand hat ihn beim Rennen verloren. Sogar mit Schnürsenkel. Interessanter. Mit Schnürsenkel. Und jetzt? Neckarpfoten und ein Menschenfuß. Klein von einem Kind. Eindeutig rennend. Wir haben es mit einem Halb-Neku zu tun. Also es ist doch keine Necker, sondern Neku. Das muss eine neue Art sein. Die verliert ihre Füße. Und dann wächst sie ein neuer Menschenfuß. Hopp! Wer hat jetzt Licht hier angemacht? War ich das? Guten Tag. Hallo. Käfig. Hier ist nichts, ne? Hier sind nur Käfige. Hä? Hier endet die Spur. Wer würde an so einem Ort Bilder aufhängen? Sieht aus wie von einem Kind oder von jemandem, der eine fürchterliche Klaue hat. Zwei Stöcke über den Schultern. Das soll wohl ich sein. Ist das ein Haken? Und hier hätte mich fast der Felsen zerschmettert. Neckerspuren beim Felsen. Jetzt weiß ich, wo die herkamen. Muss nur noch rausfinden, wer sie hinterlassen hat. Diese Kugeln auf Stöcken sind Indriagas. Die sollten mir wohl das Licht ausblasen. Insgesamt schon ein ordentlicher Plan. Das dürfte der Treffpunkt sein. Dieser ganze Überfall war wohl eine Gemeinschaftsarbeit.
Wird Zeit, dass ich die Witzbolde treffe. Diese Fahrröhr. Ein Neckar. Von irgendwas Riesigem zerrissen. Dann hat ihm jemand die Beine abgeschnitten. What the fuck? Das wird ja immer kurioser hier. Das ist so eine blöde Zeichnung. Na, Fels. Stiefel. Naja, Treffpunkt. Und die Ente jagen. Ja. Okay. Gibt's hier noch was, das ich jetzt gerade nicht sehe? Ein Heuballen. Ah, Schlafpunkt vielleicht oder so. Keine Ahnung. Ein Neckar. Da haben wir den Übeltäter. Da! Ja, der Fahrer hat doch nicht gelogen. Die sind tatsächlich Necker. Aber keine 20. Na gut, die können nicht zählen. Die Ankräzer haben recht. Die Fahrer sind echt doof. Komm schon. Hehehe, zweier Weinstreich. Da ist noch einer. Wieso liegt hier noch einer? Das war ich nicht. Ach nee, das war die Ziege. Das war dann wohl der Neckar. Gibt's hier eine Spur, die mich dahin führt, oder weiß Geralt einfach intuitiv, wo er hin muss? Okay, er weiß einfach intuitiv, wo er hin muss. Das ist ja langweilig. Es wäre viel cooler, wenn ich jetzt irgendwie nach einem Steinkreis suchen müsste. Also, ich würde dann einfach auf den Felsen da gehen, so auf den Berg und dann runter gucken. Gucken, ja, gibt's hier irgendwo einen Steinkreis? Aber nee, Geralt weiß halt intuitiv, wo er hin muss. Er kennt Skellige wie seine Westentasche. Das ist immer so geil, wie die Bäume sich im Wind piepen. Im Wischer. Das ist so. Das ist der Hammer. Die hier fast umfallen. Oder umknicken. Ja, es sieht schon ganz gut aus. Aber es ist halt wirklich, als ob sie aus Gummi. Teilweise, als ob sie aus Gummi bestehen würden. Da hinten zum Beispiel. Der bricht doch jeden Moment auseinander. Oh toll, wir begeben uns in einen Kreis. Das ist bestimmt wieder eine Falle. Aha. Sieht nach Regen aus. Begib dich nachts zum Treffpunkt. Ach da, ja klar, da war der Mond eingezeichnet, oder? Es sieht nach Regen aus. Ey Geralt, du bist echt eine Pfeife. Da warte ich aber nicht im Ring, das wäre ja dumm. Da warten wir schön außerhalb. Da ist das hell. Was geht denn da ab? Ich dachte, wir haben es Nacht. Keiner da. Aber Licht ist an. Hier muss es sein.
Ihr könnt rauskommen. Ich habe euren Plan gesehen. Außerdem kann ich euch hören. Einer von euch pfeift wie ein kaputter Blasebalg. Ein anderer hechelt panisch wie ein Reh in der Falle. Und der Dritte braucht was für den Hals. Ich empfehle Thymian. Würde mir mal jemand erklären, was hier los ist? Du bist da und wir sind hier. Das ist los. Diese Situation kann ich rasch beheben. Kein Hexenbrei, Schleck. Oder Polly macht aus Hexerling Hexermus. Genau. Wir haben dich gefangen. Du bist unserer Gnade ausgeliefert. Und wir sind gar nicht gnädig. Ach, wirklich? Ich könnte mich einfach umdrehen und... Poldi sagt, Hexer hält die Klappe oder Poldi macht Mus. Da frage ich mich, warum er noch kein Mus ist. Ihr solltet ihn umbringen. Was? Davon war nie die Rede. Überhaupt nicht. Wir sollten ihn nur erschrecken. Wir grässliche Hexer gruseln. Fasst uns nicht an! Ich glaube, das habt ihr missverstanden. Er ist ein Mörder. Wie alle Hexer. Wie der, der meine Adalia umgebracht hat. Tut mir ja leid wegen deiner Freundin. Uns allen. Aber dieser Hexer hat sie nicht umgebracht. Wir können ihn ja nicht für die Verbrechen eines anderen bestrafen. Der hier hat selbst genug verbrochen. Angeblich hat er in Toussaint einen Korret getötet. Aber einen goldenen Drachen hat er verschont. So. Und Verena? Die Bruxa mit der Vorliebe für blaue Rosen aus Nazair? Die hat er nicht verschont. Ich frage mich die ganze Zeit, ob er das hechelnde Reh ist oder der den Thymian braucht. Ich habe schon oft Monstern geholfen. Schluss mit der Farce, ihr seid so gut wie tot. Wir sollten uns verabschieden, bevor etwas geschieht. Ehrlich gesagt, gefällt mir das gar nicht, dass sie mir hier drohen. Aber offensichtlich ist es auch nur der Werwolf, der unbedingt was aufs Maul haben will. Verena hat diverse Unschuldige getötet. Ich musste was tun. Ich habe auch schon vielen Monstern geholfen. Ach... Welchen denn? Ich habe Salma gehen lassen. Das war die Succubus. Ich weiß gar nicht, aus Novigrad oder aus Gallagher. Ich habe die Trolle bei Kaer Morhen verschont. In Novigrad habe ich einen Doppler gehen lassen. Ich habe mich mit Fugas geeinigt. Wer ist Fugas? Wer war Fugas? Ich habe einem Göttling geholfen. Okay, wir haben hier einen Doppler, wir haben einen Troll und wir haben einen Göttling. Vor kurzem habe ich einem Doppler in Novigrad das Leben gerettet. Er hatte Essen für die Skoyatel geklaut. Ich habe auf eine dicke Belohnung verzichtet. Da bin ich froh. Es gibt nicht mehr viele von uns. Mach dich nicht lächerlich. Das reicht hinten und vorne nicht. Soll ich noch mehr aufzählen? Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen. Ich habe die Trolle bei Kaer Morhen verschont. Wer ist Fugas? Ich will das wissen. Wer ist Fugas gewesen? Diesen Silvan in Velen kennt ihr bestimmt. Ach klar, den hätte ich töten und mich von den Bauern belohnen lassen können. Aber ich habe mich mit ihm geeinigt. Silvane sind hinterlistig. Aber es war nett, dass du ihn verschont hast. Siehst du? Er ist gar nicht so verkehrt. Lassen wir ihn ziehen. Ziehen lassen? Jetzt? Damit er uns verfolgen und schlachten kann? Ich tue euch nichts. Ich töte keine vernunftbegabten Wesen. Lügner! Alle Hexer sind Mörder! Ich töte Monster, das stimmt. Das ist mein Beruf. Aber nur, wenn sie Menschen bedrohen. Du hasst uns! Doch alle! Menschen hassen euch alle, weil sie euch nicht kennen. Sie wissen nicht, wer von euch gefährlich ist und wer nur in Frieden leben will. Zwischen euch und den Menschen stehen nur wir Hexer. Wir kennen und schützen beide Welten. Wir töten die gefährlichen Monster, damit die Vernunftbegabten leben können. Das sagst du jetzt, weil du Angst hast.
Du weißt, dass wir stärker sind. Seid ihr nicht? Ich hätte euch jederzeit töten können. Ich glaube ihm. Lassen wir ihn in Ruhe. Ich bin auch dafür. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Hexerling gehen lassen. Ha! Trottel. Naiv wie Frischlinge. Ein gerechter Hexer. Ein freundlicher Hexer. Ein Lügner. Er tut nur so. Alle Menschen lügen. Lass es gut sein. Das führt zu nichts. Und Adalia bringt es dir auch nicht wieder. Ha! Zurückbleiben! Das mache ich alleine! Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ob der auch wieder 35 ist. Verdammt! Ich brauche Quen, kein Igni. Ich habe keine Anzeige, ob ich bei ihm blocken soll oder ausweichen oder sonst was. Das nervt mich immer ein bisschen bei Bosskämpfen. Ja, gar nichts. Ja, hör auf zu jaulen. Komm, du willst dich doch nur heilen. Alter. Geht doch. Ich hatte gerade Angst, dass er wieder nur im Kreis rennt. Das erkläre ich gleich. Du hattest recht. Monster sind wie Menschen. Manche sind gut, manche böse, manche einfach verloren. Eine Schande ist das. Er war mal anders. Wir hätten uns nie darauf einlassen sollen. Hier, von uns. Damit du nicht vergisst, dass nicht alle Monster gefährlich sind. Danke. Fühle ich mich ja fast schlecht, dass ich vorhin den Troll töten wollte. Das ist voll die geile Quest, ganz ehrlich. Das war voll die geile Quest, war aber auch eine Quest, die es so im Hauptspiel nicht gab. Die kam erst, ich glaube, das war die letzte DLC-Quest. Also, es gab ja diese 12 oder ich glaube 16, ich glaube es waren 12. 12 kostenlosen Updates. Und das hier war die letzte Quest, meistens so für ins Gelege. Die ist eigentlich voll geil. Aber als sie erschienen ist, da hatte ich eine sehr schlechte Meinung von der. Und auch ein halbes Jahr später und auch ein Jahr später hatte ich ein halbes Jahr später hatte ich eine sehr schlechte Meinung von der, weil die sau verbuggt erschien. Und als sie am Ende rumgerannt ist im Kreis, da hatte ich ein bisschen Furcht. Na, komm. Da sind noch zwei. Und noch einer. Na komm schon. So, als am Ende rumgerannt ist im Kreis, da hatte ich so ein bisschen die Furcht, dass es schon wieder verpackt ist, weil das war nämlich einer von den. Also es gab sehr, sehr viele Bugs in der Quest. Und mit jedem Patch wurde es irgendwie schlimmer. Da haben sie irgendeinen Bug gefixt und es kam ein neuer hinzu, oder der alte wurde nicht gefixt, obwohl es in den Patchnotes stand. Also es hat wirklich, ich glaube, über ein halbes Jahr gedauert nach dem Release von der Quest, bis die überhaupt spielbar war. Also und ich glaube, es war tatsächlich so, dass man am Ende, wenn man die Quest schon gestartet hatte, dann konnte man sie gar nicht beenden, sondern musste den alten Spielstand laden, wo man die Quest noch nicht gestartet hatte. Was sehr unvorteilhaft war. Also selbst mit dem neuesten Patch. Aber einer der Bugs, und das war einer der häufigsten, den hatte ich beim ersten Durchspielen immer, war, dass der Werwolf am Ende gar nicht sterben konnte, sondern er ist einfach mit 1% Leben immer im Kreis gerannt.
Also man konnte ihn nicht treffen, er ist nicht gestorben, es ging nicht. Und er ist immer im Kreis gerannt. Er ist nur im Kreis gerannt und es ging gar nichts. Und deswegen habe ich jetzt eventuell eine schlechtere Meinung von der Quest, als sie es eigentlich verdient, weil ich da immer noch so ein bisschen, ja, sauer bin. Sauer ist das falsche Wort. Enttäuscht? Nee, auch nicht. Es hinterlässt halt einen schlechten Beigeschmack, wenn man so eine Quest macht, die eigentlich voll geil ist, aber die ist so verpackt, dass man sie ein halbes Jahr lang nicht lösen kann. Und es wird mit jedem Patch wirklich immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. So, auch zurück nach Fyrestal. Da haben wir nämlich noch eine andere Quest. Aber die ist echt gut geschrieben. Und was ich vor allem geil finde, ist, dass es eine der wenigen Quests ist, die auch Bezug auf andere Entscheidungen nimmt, die man im Spiel getroffen hat. Man kann natürlich sagen, oh, ich habe auch schon Monster verschont, aber wenn man das ganze Spiel über nur Monster abgeschlachtet hat, ohne sie zu verschonen, ja, dann kann man das eben nicht machen. Weil dann hat man keine Beweise. Dann hat man eben, kann man so viele Töne spucken, wie man will. Wenn man lügt, dann lügt man. Das finde ich immer voll geil, wenn die Spieler einem das erlauben. Dass man auch sagen kann, hey, guck mal, ich bin gar nicht so böse. Aber du musst halt dich auch wirklich so benehmen, wie du es behauptest. Deswegen fühle ich mich jetzt fast schon ein bisschen schlecht, dass ich vorhin den Troll töten wollte. Aber andererseits, es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt die Trolle bei Kaer Morhen töte, die einfach nur nicht wollen, dass ich durchgehe. Und sie vollkommen gar kein Problem damit haben, wenn ich meine Waffen ablege. Oder ob ich Trolle töte, die jemanden kochen wollen. Oder ob ich den Troll töte, der Leute umhaut, weil sie ein bisschen auf Steinen rumhauen. Oder ob ich einen Troll töte, der damit beauftragt wurde, Boote zu bauen. Und einen Fluss zu besuchen. Boote zu bewachen. So. Ich soll mit ihm hier reden, ne?